Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut. Zu diesem Thema Meinung sagen, Stein im Hals, Angst von den anderen abgelehnt zu werden und deswegen einfach das sagen, was sie auch hören möchten, das kenne ich so gut aus meinem eigenen Leben. Also, was du dagegen tun kannst, was mir geholfen hat, ich hatte ja eine Schilddrüsenunterfunktion und diese ganzen Schilddrüsenprobleme sind energetisch gesehen alle auch kein Zufall. Es ist nicht immer nur die Ernährung, sondern auch ein Zusammenspiel aus der psychischen Komponente, wie zum Beispiel, dass du deine Meinung nicht sagen darfst. Und ich denke, ganz viele von uns sind damit aufgewachsen, dass sie immer ihre eigene wahre Meinung zurückhalten, um nicht abgelehnt zu werden, weil sie schmerzhaft abgelehnt wurden in der Kindheit. Und wenn ich sage schmerzhaft abgelehnt, das heißt nicht immer, dass deine Eltern dich anschreien oder schlagen oder bestrafen. Bestrafung kann auch sein, dass sie dich dann ignorieren und nicht mehr mit dir sprechen. So, um auf den Punkt zu kommen, was man machen kann. Ein ganz, ganz, ganz großer, eine ganz große Aufgabe ist, wenn du da jetzt wieder in der Klasse stehst und es geht jetzt um deine Meinung und du willst dir gerade sagen, aber irgendwas hält dich zurück, du traust dich nicht, in dem Moment nicht dagegen zu kämpfen, gegen das, was dich gerade zurückhält, sondern mit dem zu bleiben. Du musst auch in dem Moment deine Meinung nicht sagen. Also du musst dich nicht zwingen. Da ist ja so ein Drang in dir. Das ist ja, wir haben ja mehrere Anteile. Und der eine Anteil, das kleine Kind, das einfach sich zeigen möchte, wie es will. Und dann kommt aber der andere Anteil in dir, der sagt nein. Und der hält dich so hart zurück, weil er Recht hat. Also Recht hatte in der Kindheit. Das ist das Erwachsene, kannst du natürlich deine Meinung sagen. Aber dieser Anteil möchte dich zurückhalten aus Angst vor Schmerz, vor emotionalem Schmerz, vor der Ablehnung, vor der Strafe. Und er wird alles tun, dass dieser Kloß im Hals entsteht. Das heißt, du kämpfst nicht gegen diesen Kloß im Hals. Normalerweise fühlen wir uns schlecht und schämen uns dafür. Du bleibst mit diesem Kloß und spüre diesen Kloß. Versuch mal, das ist voll die Herausforderung für mich bis heute noch, aus dem Kopf herauszugehen, aus dem Verstand, der jetzt sagt, ja, aber du musst und funktionier. Und dann gehst du in diesen Kloß, in deinem Hals. Bleib mal nur mit ihm. Du wirst sehen, dass sich da schon was verändert. Dieser Kloß wird auf dich antworten. Diese Verkrampfung in deinem Energiewelt wird auf dich antworten, weil du verbindest dich jetzt mit dem Anteil, der dich versucht daran zu verhindern, zu hindern, dass du deine Meinung sagst. Und dieser Anteil, wenn er spürt, dass du nicht mehr in Gefahr bist, wenn er spürt, okay, sie kann ihre Meinung sagen, es wird nichts Schlimmes passieren und auch selbst wenn sie abgelehnt wird, sie wird damit klarkommen, dann wird er zurücktreten, damit du deine Meinung sagen kannst. Das heißt, du verbindest dich mit diesem Kloß im Hals, wahrnehmen, einfach nur wahrnehmen, was du da spürst. Wie fühlt sich das an und du beschreibst es für dich selber. Ich spüre eine Enge, ich spüre dicke Luft. Das heißt, du bleibst mit der Wahrnehmung, was du fühlst in deinem Körper und wenn du magst, also wenn du wirklich die Zeit dann auch für dich hast, es geht auch in der Klasse eigentlich. Ich mache die Übungen, selbst wenn ich auf dem Fahrrad unterwegs bin oder sonst wo. Manchmal geht es nicht, wenn du hochkonzentriert gerade mit jemandem am Sprechen bist, dann ist es schwierig. Aber wenn du gerade mit niemandem in Kontakt bist und mit dir selber im Klassenraum gerade nicht reden musst oder so, du willst, aber du kannst nicht, die sind gerade mit jemandem anders beschäftigt, dann kannst du es machen, den Anteil zu fragen, was kann ich für dich tun? Ja, warum bist du da? Das Warum bist du da, musst du gar nicht fragen, sondern was kann ich für dich tun? Es kann sein, dass dieses Gefühl antwortet. Also guck mal, diese Übungen früher habe ich immer belächelt, weil ich dachte, ey, was ein Quatsch. Gefühle reden nicht mit mir, mein Körper. Also für mich war das echt immer ein Witz. Mittlerweile, weil ich das so oft gemacht habe und wirklich Antworten bekomme, ist es manchmal schockierend, wie schlau unser Körper ist. Und wie sehr er uns liebt und beschützen möchte. Und wenn du so in Kontakt kommst mit deinem inneren Wesen, mit diesem, ich wollte gerade sagen, Block im Hals, diesem Knoten im Hals, diese Blockade im Hals. Wenn du immer mehr mit ihr in Kontakt kommst und ihr eine Unterhaltung führt, du wirst dann schon intuitiv wissen, wie du mit ihr sprichst, was du für sie tun kannst. Umso mehr wird diese Blockade, dieser Krampf weniger werden beim nächsten Mal, wenn du sprechen möchtest. Es wird ein Stückchen einfacher, den Mund aufzumachen. Es wird nicht komplett 100% einfach. Dein Herz wird klopfen, du wirst aufgeregt sein. Aber nicht mehr so schlimm, wie wenn du einfach diese Blockade ignorierst und einfach sprichst. Ist noch schwieriger, finde ich. Lieber erstmal sich damit verbinden. Und danach Schritt für Schritt bei kleinen Sachen schon mal deine Meinung sagen. So bei ganz, ganz kleinen Sachen. Mal den Mund aufmachen und dann mal was sagen. Um auch diesem Anteil zu zeigen, dass es nicht so schlimm ist, abgelehnt zu werden. Und so wird dieses
deine Meinung sagen, immer leichter werden. Ich war dieses Jahr im Urlaub vor einer sehr großen Herausforderung. Das ist ja auch eins meiner Themen, meine wirkliche Wahrheit zu sprechen innerhalb der Familie, wo ich meine Wahrheit nicht sprechen konnte. Ich habe sie zuerst gesagt und wurde vehement abgelehnt. Das war ganz schlimm. Und dann saß ich da, habe gespürt, wie mein Körper vibriert, also vor Aufregung, vor Wut, vor Stress, und habe dann aber auch abgewägt, lohnt es sich jetzt mit diesen Menschen meine Wahrheit zu teilen? Und es hat sich aus meinen Augen, meiner Sicht absolut nicht gelohnt, weil die einfach für mich wie so ein Stück Stein waren, die absolut nichts, gar kein Verständnis haben und einfach nur an ihrer alten Tradition festhalten. Und gerade, also beide Personen, komplett Nervensystem dysreguliert. Ich brauche gar nicht auf Einzelheiten einzugehen, weil da Süchte dahinter stecken und wie sie mit ihren Kindern umgehen. Und also absolut nicht meine Welt. Ja, wenn ich hier auf Einzelheiten eingehe, würden wir das alle verurteilen. Ich lasse es einfach so stehen. Sie sind halt so aufgewachsen, sie kennen es nicht anders, haben es nie hinterfragt. Haben, wenn sie mal gerade durch mich getriggert werden, weil ich da anders denke und mich auch anders verhalte gegenüber meinen Kindern, ist es ein ganz großer Trigger für diese Menschen, ne? Weil bei denen sind harte erzieherische Maßnahmen, eigene Gefühle nicht sehen, unterdrücken, lügen, erpressen und so weiter. Ja, und dann saß ich da und habe die angeguckt, während die mit mir gesprochen haben. Und ich bin dann immer ruhiger geworden. Ich bin mit der Aufregung geblieben, die ist dann auch irgendwann abgeebbt. Und ich habe für mich dann entschieden, okay, mit diesen Menschen nicht. Ich habe nicht zugestimmt dem, was sie sagen. Ganz wichtig, dass ich mich nicht verleugne. Aber ich habe es auch nicht verleugnet. Ich habe sie dann einfach mit dem stehen lassen, was sie erzählen. Ich finde, dass auch ein wichtiger Aspekt von der ganzen Arbeit ist, mich da nicht fertig zu machen, warum ich meine Meinung nicht gesagt habe. Ich hätte zum Beispiel jetzt in dem Beispiel mich ja danach fertig machen können. Mein Gott, hättest du zu dir stehen können. Das wäre zu einem großen Streit gekommen. Also das ist nicht möglich. Es gibt gewisse Menschen, mit denen kannst du einfach nicht reden, weil die einfach sehr aggressiv sind, weil sie sehr impulsiv sind. Ihr kennt ja so Menschen, die dann anfangen zu schreien, weil sie einfach an ihrer Wahrheit festhalten. Ihnen zu erlauben, ihre Wahrheit zu behalten, aber nicht sich, also sie dürfen nicht, und das wissen die auch, sich nicht in mein Privatleben einmischen und schon gar nicht in meine Kinder. Und da bin ich sowieso bekannt wie so eine Löwin, dass es sobald es darum geht, meine Kinder zu erpressen, ja, wenn du das nicht isst, machen wir keinen Ausflug oder so, dann werde ich ekelhaft. Dann werde ich echt ekelhaft. Und dann lassen die mich auch. Und wenn die das aber für richtig halten und denken, dass das gut ist, wenn sie ihre Kinder schlagen und dass ihre Kinder halt in der Sache vielleicht besser erzogen sind, ist das in Ordnung. Das dürfen die ja denken. Ja? Dann lasse ich das dabei, mache mich aber nicht fertig, warum ich nicht meine Meinung sage. Ich habe stark in diesem Moment gelernt, auch in dem Urlaub, wie wichtig es ist, anderen ihre Meinung zu lassen. Auch wenn ich ihre Meinung, ihre Einstellung wirklich trotzdem immer noch innerlich sehr, sehr stark verurteile, gerade Kinder schlagen, Kinder erpressen, diese Unwichtigkeit der Gefühle der Kinder, das verurteile ich schon sehr, sehr stark in mir. Aber trotz allem ihnen zu erlauben, dass sie so leben dürfen, auch wenn mir die Kinder dann leid tun. Und die Kinder passen sich natürlich an, ne? Die machen das dann und Hauptsache die Eltern sind stolz. Aber ihnen zu erlauben, ihre Meinung zu haben, ich habe meine Meinung einmal vertreten, wurde komplett bekämpft und dann habe ich es einfach sein lassen und stehen lassen. Ne? Natürlich, wenn es dann in meine Familie reingeht, dann würde ich auf meine Meinung beharren. Ich sage dann immer, es sind meine Kinder, ich mache, wie ich will und ihr macht, wie ihr wollt. Punkt aus. Und dann gibt es immer halt Diskussionen, die versuchen, mich zu überreden, wie wichtig es ist, so zu leben wie sie. Ich sage dazu nichts. Ich lächle die einfach an und sage dann nichts.